Ja, vom Krähenfeld zur Seidenwelt ist also die Ausstellung, die sich also vorwiegend mit den Mennoniten beschäftigt. Denn die Mennoniten waren diejenigen, die durch die Glaubensfreiheit hier in der Honschaft Krefeld nach hier kamen, sehr viel Wissen mitbrachten und dieses Wissen dann hier den Flachswebern beibrachten und wir dadurch auf einmal eine Seidenindustrie bekamen. Uns dadurch total abhoben von den anderen. Der große Fritz hat dann dafür gesorgt, dass wir ein Monopol bekamen, also die von der Leyen das Monopol bekamen. Und das bedeutete, dass mit uns nur bergauf ging und wir waren mal die reichste Stadt Preußens. Wir haben sogar ein Jahr gehabt, da haben wir mehr Seide umgesetzt als Lyon. Ja, ich habe beigebracht den Gang der Familie von Beckerath, die 1696 nach Krefeld fliehen konnten, aus dem Ort Beckerath bei Reit. Wir waren Mennoniten und sind enteignet worden von der katholischen Kirche und von Jan Wellem und konnten nach Krefeld fliehen, weil Krefeld damals holländisch war. Meine Vorfahren waren damals schon Leinenhändler und Leinenverleger. Und die haben ihr Wissen dann nach Krefeld gebracht, um dort dann diesen Textilhandel weiterzuführen. Ich bin im Moment noch Seidenhändler. Aber eigentlich der letzte Beckerath, der mit diesem Material noch was zu tun hat. Es gibt leider immer weniger Kunden oder kaum mehr Kunden, die Seide brauchen. Es wird alles aus Fernost fertig eingekauft.